Urbane Erkundungen. Mein Name ist Tom, ich bin 16 Jahre alt und lebe in einem kleinen Dorf in der Ort Mahn. Ich schaue mir oft viele urbane Erkundungsvideos an. Und eines Tages wollte ich es selbst ausprobieren. Da ich ein ziemlicher Angsthase bin, schlug ich Leo, meinem Freund aus Kindertagen, vor, mich zu begleiten. Seitdem wir Kinder waren, gab es in unserem Dorf immer ein verlassenes Haus. Du weißt schon, diese Art von unbewohntem Haus, in dem du deinen Ball nicht fallen lassen willst, weil sich niemand über den Zaun trauen wird, um ihn zu holen. Aber jetzt sind wir etwas älter und dachten, dass dies der perfekte Ort für unser erstes Abenteuer wäre. Es war November und die Nacht brach früh herein. Ich möchte noch hinzufügen, dass trotz der Angst, die ein Kind vor einem alten, verlassenen Haus mit zerbrochenen Fenstern und einem verwilderten Garten hat, alle Leute und Kinder aus dem Dorf daran vorbeigehen und niemand jemals etwas Besonderes an diesem Gebäude gesehen oder gehört hat. Eines Abends ging ich zu Leo und wir hatten unseren Eltern gesagt, dass wir bis spät in die Nacht ein berühmtes Videospiel spielen würden, damit sie uns nicht belästigen würden. Das war kein Problem, da es Wochenende war. Aber anstatt zu zocken, packten wir unsere Rucksäcke, eine Taschenlampe, die wir aus der Garage meiner Eltern geklaut hatten, ein Schweizer Taschenmesser, eine Flasche Wasser, Twigs und ein Seil. Natürlich nahmen wir auch unsere Handys mit. Wir warteten, bis meine Eltern eingeschlafen waren und als ich meinen Vater schnarchen hörte, wusste ich, dass dies der Startschuss für unser großes Abenteuer war. Wir gingen gegen 1 Uhr morgens aus dem Haus und versuchten, die Treppe und die Haustür nicht quietschen zu lassen. Um diese Uhrzeit schlief jeder im Dorf und wir begegneten nur einer streunenden Katze. Als wir vor dem alten Haus ankamen, hielt eine rostige Kette das Tor geschlossen und wir gingen um den Zaun herum, um nach einem Durchgang zu suchen und fanden einen, bei dem es sich um eine Lücke im Zaun handelte, die wohl von einem Wildschwein oder einem Dachs gemacht worden war. Wir betraten also das Grundstück, wobei wir uns an den Enden des Maschendrahtzauns ein paar Kratzer zuzogen. Die erste Überraschung war, dass es am Vortag geregnet hatte und wir auf frische Fußabdrücke stießen. Aber es waren keine Tierspuren, sondern Abdrücke von Schuhen. Und zwar von einer großen Schuhgröße. Das war ein bisschen verdächtig, aber letztendlich nicht mehr als das. Vielleicht waren wir nicht die Einzigen, die sich erschrecken wollten. Wir gehen zur Eingangstür, aber diese ist komplett zugemauert. Wir gehen also um das Haus herum, als wir auf der Rückseite des Hauses eine Leiter sehen, die zu den Fenstern im ersten Stock führt. Wir denken nicht weiter darüber nach und sehen, dass die Leiter schon eine Weile dort stehen muss, da Brombeerranken darauf zu wachsen beginnen. Wir klettern also in den ersten Stock. Dort landen wir in einem Raum, der wie ein Büro aussieht. Der Raum war fast leer, bis auf einen alten Holzschreibtisch mit einigen Papieren darauf. Mit unseren Taschenlampen bewaffnet erkunden wir den Raum ein wenig. In einer Ecke steht ein etwas durchgesessenes Sofa und am Fenster liegt Taubenkacke. Wir beschließen, in den nächsten Raum zu gehen. Es muss ein Schlafzimmer sein, denn es gibt noch ein Bettgestell auf dem Boden und eine Matratze in einer anderen Ecke des Raums. Doch kaum haben wir das Zimmer betreten, fällt die Tür zum Arbeitszimmer mit einem lauten Knall ins Schloss. Wir gehen langsam weiter und neben der Matratze liegt ein Schlafsack. Vielleicht war der frühere Besitzer zurückgekehrt, um einige Zeit in diesem Haus zu verbringen, aber setzen wir unsere Erkundung fort. Wir steigen nun ins Erdgeschoss hinab. Die Atmosphäre ist schwer, die Treppe knarrt, die Fensterscheiben sind zerbrochen und der Luftzug macht die Atmosphäre eiskalt. Doch unten angekommen sind wir überrascht, als wir eine brennende Kerze entdecken. Ich schaute Leo an, Leo schaute mich an. Jemand musste vor kurzem hier gewesen sein und vielleicht war er immer noch hier. Da wir aber keine Geräusche hörten, beschlossen wir trotzdem unsere Erkundung fortzusetzen. Der nächste Raum war die Eingangshalle. Der Raum, in dem sich die große, zugemauerte Eingangstür befand. Aber in der Halle brannte nicht nur eine Kerze, sondern mindestens ein Dutzend. Und es war, als ob sie einen Weg bildeten, wobei dieser Weg auf eine Treppe zulief, die in den Keller zu führen schien. Leo scheint viel zu enthusiastisch für mich zu sein und will unbedingt den Kerzen folgen und in den Keller gehen. Ich lehne das kategorisch ab. Ich will so schnell wie möglich hier raus. Es ist nicht normal, dass in einem verlassenen Haus Kerzen angezündet sind. Und da ich nicht an Gespenster glaube, muss es ein Mensch sein. Aber Leo besteht darauf, also sage ich ihm, dass ich oben an der Treppe auf ihn warte, aber nicht in den Keller gehen werde. Mit seiner Taschenlampe geht mein Freund nach unten und dann kein Geräusch mehr. Ich flüstere seinen Namen, frage, ob alles in Ordnung ist, aber es kommt keine Antwort. Vielleicht ist der Keller so groß, dass er mich einfach nicht hören kann.
Plötzlich durchschneidet ein durchdringender Schrei die Stille der Nacht. Es ist Leos Stimme, die ich erkenne. Sein Schrei ist abscheulich. Ich weiß, dass das, was ich jetzt sagen werde, nicht zu meinem Vorteil ist, aber ich war so erschrocken, dass ich die Beine in die Hand nahm, die zwei Stockwerke hochlief, und dann hörte ich Stimmen aus dem Keller. Es sind mindestens zwei Stimmen, darunter eine Frau. Ich steige wieder durch das Fenster, in meiner Eile wäre ich fast von der Leiter gefallen, die mich zurück in den Garten bringt. Ich denke nicht einmal daran, wieder durch das Loch im Zaun zu klettern, das ziemlich weit entfernt ist, sondern stürme in gerader Linie, um über den nächsten Zaun zu klettern und wegzulaufen. Als ich auf der anderen Seite des Zauns ankomme, sehe ich zwei Schatten die Leiter hinunterklettern. Und keiner von ihnen ist Leo. Ich renne so schnell ich kann, um die Straße zu erreichen und nach Hause zu gehen. Trotz meines keuchenden Atems und der Tatsache, dass ich riesige Seitenstechen habe, weil ich den ganzen Weg gerannt bin, schaffe ich es leise genug, zu meinen Eltern nach Hause zu kommen, dass sie es nicht bemerken. Ich gehe zu meinem Zimmer, dessen Fenster auf die Straße zeigt, und halte Ausschau nach dem kleinsten Schatten, der Leo sein könnte. Ich habe enorme Schuldgefühle, weil ich Leo allein am Tatort zurückgelassen habe, aber wirklich, die Panik war stärker als ich. Es war der schlimmste Moment meines Lebens. Nach einer langen Stunde erkenne ich im Licht der Straßenlaterne eine Gestalt. Es ist Leo. Er ist am Leben. Ich renne zur Tür, um ihm zu öffnen und frage ihn, wie es ihm geht. Er schaut mich nur mit leeren Augen an. In seinem Blick war keine Angst oder Beklemmung. Nur Leere. Leo war nie wieder derselbe. Die Geschichte zweier Mädchen. Im Jahr 1942 lebte ein Mädchen namens Ashalata im frühen Teenageralter in einer kleinen Stadt in Dhulia, Maharashtra. Sie war die Tochter eines Landwirts und sie waren wirtschaftlich nicht gut ausgestattet, sodass ihr Vater auf dem Hof anderer Leute arbeitete, um ihre kleine Hütte zu erhalten. Sein Tageslohn als Bauer betrug etwa 10 Rupien für einen Tag anstrengender Arbeit. Trotz ihrer Armut führten sie ein relativ ruhiges und friedliches Leben, in dem ihre Mutter Getreide kochte und sie ihrer Mutter auch bei der Hausarbeit half. Jeden Morgen bestand Asha darauf, ihren Vater zur Farm zu begleiten, aber er weigerte sich stets mit der Begründung, dass es keine gute Idee sei, ihre Mutter allein zu Hause zu lassen, um für sich selbst zu sorgen. Außerdem sei der Ort der Farm auch sehr weit entfernt. Er musste viele Kilometer laufen, um dorthin zu gelangen. Als sie seine Situation verstand, willigte sie höflich ein. Leider wurde ihr Vater nach einigen Monaten bei der Arbeit auf dem Bauernhof von einer Schlange gebissen, was zu seinem vorzeitigen Tod führte. Dieser Vorfall erschütterte Asha und ihre Mutter zutiefst, und da es in der Familie außer ihr kein verdienendes Mitglied mehr gab, beschloss sie, die Verantwortung für die Arbeit auf demselben Hof zu übernehmen. Nachdem sie mit dem Landbesitzer gesprochen hatte, der so freundlich war, ihr Arbeit zu gewähren, beschloss Asha, am nächsten Tag sofort zu beginnen. Da die Entfernung sehr groß war, musste Asha jeden Tag früh aufstehen, ihre Hausarbeit erledigen und um 8 Uhr morgens auf dem Hof sein, bis zum Abend arbeiten und bei Sonnenuntergang nach Hause gehen. Obwohl die ersten Tage schwierig waren, blieb sie hartnäckig und fing an, die Arbeit zu genießen, weil sie sie von der Trauer über den Verlust ihres Vaters ablenkte. Langsam freundete sie sich mit einem anderen Mädchen an, das auf der Farm arbeitete. Ihr Name war Rukmini. Rukmini und Asha teilten sich die Lasten ihres Zuhauses, denn Rukmini war auch die Alleinverdienerin für ihren kleineren Bruder, der behindert war, und ihren Vater, der Alkoholiker war. Sie erzählten sich Anekdoten aus ihrer Kindheit, und Rukmini teilte jeden Tag ihr Bakri mit Asha, während sie zum Mittagessen im Schatten eines Baumes saßen. Die Farm, auf der sie zusammen arbeiteten, war riesig. Pflanzen wie Baumwolle und Getreide wurden dort angebaut, und in der hintersten Ecke des Hofs war ein Schattenhaus für die Aufzucht von Haustieren errichtet worden. Ein kleiner Brunnen stand direkt neben dem Schatten, und da der Brunnen aufgrund der Dürre in der Vergangenheit größtenteils ausgetrocknet war, war der Boden unfruchtbar und wildes Gras wuchs um den Brunnen herum. Allein aus diesem Grund besuchte niemand jemals diese Ecke des Hofes. Bis zu einem schicksalhaften Tag, an dem Asha und Rukmini wie üblich auf den Hof kamen und feststellten, dass einige der Pflanzen von Würmern befallen waren. An diesem Nachmittag tauchte der Besitzer der Farm auf. Er war schockiert, seine wertvollen Pflanzen in diesem tödlichen Zustand zu sehen, und wies die beiden Mädchen an, alle befallenen Pflanzen auszureißen, damit sie nicht die ganze Farm verderben. Sowohl Rukmini als auch Asha hingen mit beschämten Gesichtern nach unten, als er sie heftig anschrie. Er warnte sie, dass sie erst nach Hause gehen dürften, wenn sie mit ihrer Arbeit hier fertig seien, und dass sie keine Minute früher gehen dürften, egal wie spät es werde.
Nach einiger Zeit ging er und Ascha und Rukmini begannen mit ihrer Arbeit. Auch wenn es ihr auf die Nerven ging, wusste Ascha, dass sie früh nach Hause kommen musste, da ihre Mutter allein ist und es nicht ertragen konnte, auch nur eine Minute mit der mühsamen Arbeit zu verschwenden, die in ihren Händen lag. Als die Sonne unterzugehen begann, rieb Rukmini ihre Hände an ihrem Saree und sagte: Ascha, hör zu, wir sollten jetzt gehen. Wir werden den Highway nicht mehr rechtzeitig erreichen, es wird spät werden. Und es sind Amawas, wir können nicht die ganze Nacht hier bleiben. Ascha konnte nicht sprechen, weil nicht einmal die Hälfte der Arbeit erledigt war, obwohl sie früh am Mittag angefangen hatte. Sie bestand darauf, dass sie noch eine Stunde bleiben und dann gehen sollten. Zum Unglück der Natur, die sich für niemanden verbiegt, begann es innerhalb von 20 Minuten plötzlich zu regnen, als hätte jemand die Wolken durchgeschnitten. Sowohl Rukmini als auch Ascha waren innerhalb weniger Minuten durchnässt. Rukmini reichte Ascha die Hand, damit sie sich festhalten konnte, und gemeinsam liefen sie in den Schatten in der Nähe des Brunnens, bis der Regen nachließ. Obwohl der Regen nach einiger Zeit aufhörte, hüllte die mondlose Nacht den gesamten Hof in pechschwarze Dunkelheit. Selbst ihre Gesichter waren nicht zu erkennen. Schließlich beschlossen sie beide, die Nacht im Schatten zu verbringen und am nächsten Morgen früh aufzubrechen. Um sich von der beunruhigenden Aura um sie herum abzulenken, begann Ascha, in Erinnerung an ihre Vergangenheit zu schwelgen, und erzählte Rukmini von den kleinen Spielereien ihres Vaters. Ihre Kindheitserinnerungen waren für sie immer eine glückliche Flucht und eine gute Ablenkung, um alles zu überstehen. Sie hatten sich beide auf den Boden unter den Schatten gelegt, und Rukmini hörte Aschas Geschichten mit großem Interesse zu. Nach einer Stunde oder so verlor Ascha das Zeitgefühl und drehte den Kopf, um Rukmini anzuschauen. Das ganze Blut wich aus Aschas Gesicht, als sie Rukmini sah, die ihre Augen geschlossen hatte und leise schnarchte. Und doch war es Rukminis Stimme, die von unten aus dem Brunnen kam. Ascha? Was ist dann passiert? Warum hast du aufgehört zu reden? Ascha? Ascha geriet in Panik und fing an, Rukmini zu schütteln, um ihn zum Aufstehen zu zwingen, während die Stimmen auf dem Hof widerhallten und mit jeder Minute lauter wurden. Als ob jemand oder etwas aus dem Brunnen nach oben kroch. Als Rukmini aufwachte, hörte sie dieselben Stimmen, die aus dem Brunnen kamen, und als es ihnen klar wurde, rannten die beiden Mädchen über den Hof, ließen ihre Sachen zurück, und nur eine Sache kam die ganze Zeit über aus Rukminis Lippen, wie ein Mantra, das sie immer wieder wiederholte. Nicht zurückschauen, nicht zurückschauen. Sie konnten nichts sehen, aber sie rannten und rannten und rannten, bis sie die hinterste Ecke des Highways erreichten, wo Straßenlaternen ihnen den Weg wiesen. Die Neugierde packte Ascha, als sie heimlich einen Blick nach hinten warf. Was sie sah, war eine nackte Frau, die in der Nähe des Bauernhofs stand, dem sie gerade entkommen waren. Völlig durchnässt und in der Dunkelheit der Nacht leuchtend. Ihr Haar tropfte vor Wasser, ihre Augen ganz weiß, kein Leben. Es sah aus, als wäre sie eine aufrecht stehende Leiche. Ihre Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Sie lächelte weiter, bis sie zurückging, immer noch mit dem Gesicht zu ihnen gedreht, und wieder hinter den Pflanzen verschwand. Sie kehrten nie wieder auf den Hof zurück. Ob es ein Geist oder eine tote Frau war, die diesen Ort lange Zeit heimsuchte, ist ein Rätsel, aber diese Geschichte verfolgte meine Großmutter Ascha bis zu ihrem Tod am 11. August 2013. Was mit Rukmini nach diesem Vorfall geschah, hat mir meine Oma nie erzählt. Dämonenbesuch. Seit meinem 10. Lebensjahr sah ich während meiner Kindheit und bis in meine Teenagerzeit hinein regelmäßig etwas, das ich als Frau bezeichnen möchte. Ich sah sie immer aus dem Augenwinkel, wie sie durch Wände oder Türrahmen spähte und mich einfach beobachtete. Als ich jünger war, machte mir das Angst, aber ich sprach mit meiner Mutter darüber und sie sagte, dass es wahrscheinlich noch jemand ist, der über mich wacht, und das habe ich sehr lange geglaubt. Vor allem, weil diese Frau mir nie das Gefühl gab, Angst zu haben, mich zu bedrohen oder irgendetwas anderes zu tun, als ihren Kopf um die Ecke zu stecken und einfach zu beobachten. Niemand sonst hat sie je gesehen, und sobald ich meinen Kopf drehte, um sie zu sehen, war sie verschwunden. Ich drehte mich wieder weg und siehe da. Aus dem Augenwinkel erschien wieder ein Kopf. Dies geschah im Laufe von etwa 12 Jahren, ohne wirkliche Routine. Manchmal sah ich sie zweimal in einer Woche, dann wieder 6 Monate lang nicht. Dann sah ich sie vielleicht einmal im Monat und dann ein Jahr lang nicht. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, aber es war immer das Gleiche. Einfach nur beobachten. Das ist in mehreren Häusern und Orten, in denen ich gelebt habe, passiert.
Im Jahr 2021, auf dem Höhepunkt der Pandemie, trennte ich mich von meiner damaligen Freundin und zog für etwa ein Jahr zurück zu meiner Mutter. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich dort gelebt hatte, als das passierte, aber es hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, viel schneller eine eigene Wohnung zu finden. Ich schlafe auf dem Bauch, einen Arm unter dem Kissen, ein Bein angewinkelt, weil das für mich immer bequemer war. Ich bin auch nie auf dem Rücken aufgewacht, sondern immer nur auf dem Bauch oder auf der Seite. Eines Nachts schlafe ich ganz normal ein. Im Hintergrund läuft ein YouTube-Video, das Licht ist aus. Ich schlafe auf dem Bauch. Meine Schlafzimmertür war immer geschlossen, um meine Privatsphäre zu wahren, als ich plötzlich aufwachte. Sofort merke ich, dass etwas los ist. Ich liege nämlich auf dem Rücken, halb auf die Kissen gestützt, als wäre ich beim Lesen eines Buchs oder beim Telefonieren oder so eingeschlafen. Meine Arme waren an meiner Seite und das erste, was ich sah, war meine weit geöffnete Schlafzimmertür. Der Grundriss des Hauses war in zwei Teile geteilt. Man ging durch die Vordertür und wandte sich entweder nach links oder nach rechts. Links befand sich das Wohnzimmer mit einem Verbindungsflur, der zum Schlafzimmer meiner Mutter führte. Auf der rechten Seite hatte man das Badezimmer direkt vor sich, die Küche auf der rechten Seite und mein Schlafzimmer direkt gegenüber der Küche auf der linken Seite. Mein Bett stand gegenüber der Tür und ermöglichte es mir, in den Flur und in die Küche zu sehen, wenn es ganz geöffnet war. Wir wohnten in einem Wohnblock, sodass ein wenig Licht durch das Milchglas der Eingangstür aus dem gemeinsamen Treppenhaus kam, das den Flur und die Küche leicht beleuchtete. Da ich gerade erst aufgewacht bin und verwirrt bin, warum ich wach war und warum meine Schlafzimmertür offen ist, konnte ich, als sich meine Augen an das Licht gewöhnt hatten, was nur ein paar Sekunden dauerte, eine Gestalt in meiner Tür sehen, die mit dem Rücken zur Küche stand. Sobald ich sie ansah, bewegte sie sich nach rechts, als ob sie auf die Haustür und das Wohnzimmer zusteuerte. Sofort spürte ich, wie sich mein Herzschlag erhöhte. Habe ich das gerade wirklich gesehen? Während ich da sitze und alles verarbeite, was passiert ist, kommt dieses Ding langsam wieder ins Blickfeld und steht direkt in meiner Tür. Es beobachtet mich. Ich weiß nicht, woher ich das wusste, aber mein Gehirn stellte sofort eine Verbindung zu dem her, was ich als Kind gesehen hatte. Ich wusste, dass dies dasselbe Ding war. Nur, dass ich mich jetzt ängstlich fühlte. Ich fühlte mich bedroht. Ich konnte mich nicht darauf konzentrieren, wie der Körper dieser Frau oder dieses Dings aussah. Denn alles, worauf ich mich konzentrieren konnte, waren die dunkelgelben Augen, die es hatte. Da es dunkel war und ich normalerweise eine Brille trage, machte mich die Tatsache, dass ich sogar die Farbe der Augen sehen konnte, wirklich aufmerksam. Vor diesem Moment habe ich noch nie Urangst verspürt. Ich habe Geschichten über Menschen gehört und gelesen, die von ihrer Urangst berichten und nahm einfach an, dass es sich dabei um eine andere Art von Angst handelte. Ich habe mich noch nie so geirrt. Ich fühlte mich wie Beute. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich würde gleich sterben. Dann fing ich an zu weinen, leise. Ich konnte kein Geräusch machen, es kam einfach nichts heraus. Ich konnte mich auch nicht bewegen. Die Leute, denen ich diese Erfahrung erzählt habe, sagen, es sei eine Schlaflähmung gewesen, aber ich weiß genau, dass es nicht so war. Als ich versuchte, nach meiner Mutter zu schreien und nichts als Luft herauskam, begann dieses Ding zu laufen. Es bahnte sich einen Weg in mein Zimmer. Es schaffte die 10 Fuß von der Tür zu meinem Bett und bewegte sich dann auf die andere Seite meines Bettes. Ich konnte hören, wie es auf den Boden trat. Ich war immer noch ziemlich gelähmt und weinte vor Angst. Dieses Ding stand einfach neben der linken Seite meines Bettes und hat einfach nur zugesehen. Der Grund, warum ich weiß, dass das keine Schlaflähmung war, ist, dass ich es geschafft habe, mich auf die rechte Seite zu rollen, weg von dem, was jetzt neben meinem Bett stand. Ich lag dort für vielleicht 3 bis 5 Minuten, bevor ich ohnmächtig wurde. Menschen wachen aus einer Schlaflähmung aus, sie werden nicht ohnmächtig. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere, bevor ich wie üblich aufwachte, auf der Seite liegend, mit geschlossener Schlafzimmertür und Tageslicht, das durch meine Vorhänge fiel. Alles fühlte sich normal an. Natürlich konnte ich 2 Wochen lang nicht schlafen, weil ich Angst hatte, diese Frau wiederzusehen. Aber kaum hatte ich die Sache vergessen und begann wieder regelmäßig zu schlafen, wurde ich eines Nachts wieder zufällig geweckt. Diesmal war es anders, denn ich wachte auf dem Bauch auf. Ich befand mich in einem tiefen Schlaf, aber meine unmittelbare Reaktion, sobald ich die Augen öffnete, war, dass ich über meine Schulter hinter mich blickte. Ich sah ein Gesicht, das nur wenige Zentimeter von meinem entfernt war, zurück in die Dunkelheit huschen. Ich drehte mich einfach um und schlief wieder ein, weil ich mich nicht mit dem auseinandersetzen wollte, was auch immer es war. Ich weiß nicht, ob es dasselbe Ding war, aber was auch immer es war, meine natürlichen Instinkte setzten ein
aufwachen, nach Gefahr Ausschau halten. Ich muss gefühlt haben, was immer es war, direkt neben mir, und sobald ich es sah, wich es einfach in die Dunkelheit zurück. Seitdem habe ich die Dämonenfrau nicht mehr gesehen und es ist auch nichts Ähnliches passiert. Ich hoffe, dass der Dämon oder was auch immer mich beobachtet hat, seit ich 10 Jahre alt war, mir so nahe gekommen ist, wie er wollte, und sich nun entschlossen hat, mich in Ruhe zu lassen. Es ist ungefähr 2 Jahre her, seit das passiert ist, also bete ich, dass das, was immer es war, jetzt wegbleibt. Der Kopf. Chen Wanting wurde 1976 geboren und lebte in Sanchong, Taiwan. Sie wurde als reines und süßes Äußeres beschrieben und hatte eine Vorliebe für das Singen und Tanzen. Ihre Eltern wollten aus ihr die nächste Teresa Teng machen. Während ihrer Schulzeit war sie bei ihren Mitschülern und Lehrern hoch angesehen. Im Alter von 18 Jahren heiratete sie ihren ersten Freund und brachte bald darauf ein Kind zur Welt, was ihre Lebenspläne völlig durcheinander brachte und dazu führte, dass sie die Hoffnungen ihrer Eltern auf ihre Berühmtheit aufgab. Die Tragödien in Wantings Leben nahmen kein Ende. 4 Jahre nach ihrer Heirat hatte ihr Mann plötzlich eine Affäre und als dies herauskam, warf er Wanting aus dem Haus und nahm ihr das Sorgerecht für das gemeinsame Kind, dessen Vater etwa zur gleichen Zeit starb. Der Tod ihres Vaters führte auch dazu, dass sich alle ihre Geschwister, bis auf eines, gegen sie wandten. All dies war zu viel für Wanting, die versuchte, sich das Leben zu nehmen. Kurze Zeit später wurde sie gefunden und in ein Krankenhaus eingeliefert. Wanting erholte sich und wurde aus dem Krankenhaus entlassen, allerdings mit bleibenden Gehirn- und Geistesschäden. Die wenigen Freunde, die Wanting hatte, kümmerten sich nicht um ihr Wohlergehen. Unter deren Einfluss und Druck wurde Wanting bald drogenabhängig. Aufgrund all dieser Faktoren war Wanting nicht in der Lage, eine Arbeit zu finden und musste von einer kleinen Invalidenrente von 3000 Taiwan-Dollar leben. Sie lebte in einem Wohnhaus mit ihrem Bruder, dem 37-jährigen Chen Jiafu, der ihr als einziger den Tod ihres Vaters nicht übel nahm. Doch Jiafu kam selbst kaum über die Runden und musste sich regelmäßig 1400 Taiwan-Dollar von ihrer Mutter Qiu Yumei leihen. Das Geld, das sie verdienten, reichte nicht einmal aus, um eine Person zu ernähren, geschweige denn zwei, die in einem einzigen Haus lebten, und Wanting zog oft durch die Straßen und bettelte bei den örtlichen Marktverkäufern um Gemüsereste, ging sogar zum Haus ihrer Nachbarn, um Zigaretten zu erbetteln. Jiafu beschwerte sich oft bei seiner Schwester über dieses Verhalten, was zu zahlreichen Streitereien und Auseinandersetzungen führte. Es ging so weit, dass Wanting in die Prostitution ging und versuchte, Taxifahrer zu bestechen. Jiafu erwischte sie mehrmals auf frischer Tat, da sie in vielen Nächten nicht nach Hause kam. Am 12. Dezember 2012 erhielt Yumei einen Anruf von Jiafu, der sich sehr aufgebracht anhörte. Jiafu erzählte seiner Mutter, dass Wanting verschwunden sei. Yumei sagte ihm, sie würde so schnell wie möglich nach Sanchong fahren. Als sie am 13. Dezember dort ankam, war von Wanting noch immer keine Spur. Sie blieb, um zusammen mit Jiafu nach ihr zu suchen, und sie durchsuchten die verschiedenen Märkte und Parks, aber sie fanden keine Spur von ihr. Da sie keinen Erfolg hatte, kehrte sie nach Keelung zurück. Am 15. Dezember kehrte sie erneut nach Sanchong zurück, nachdem Wanting immer noch nicht aufgetaucht war. Sie reiste erneut nach Keelung, um ihrer anderen Tochter bei der Führung ihres Geschäfts zu helfen. Am 17. Dezember fuhr sie zum dritten Mal nach Sanchong und meldete zusammen mit Jiafu das Verschwinden von Wanting bei der Polizei. Nach Eingang der Anzeige nahm die Polizei die Ermittlungen auf, aber da es keine Zeugenaussagen gab, der Zeitraum zwischen dem Verschwinden und der Anzeige sehr lang war und man nicht einmal wusste, wo sich Wanting zuletzt aufgehalten hatte, gerieten die Ermittlungen sofort in Stocken und kamen nicht voran. Der Polizei gelang es lediglich, Wantings letzte Momente vor ihrem Verschwinden zu rekonstruieren. Am 9. Dezember 2012 wurde Wanting um 14 Uhr zum letzten Mal von ihrer Mutter gesehen, als sie nach Sanchong fuhr, um Wanting und Jiafu zu besuchen. Dort erfuhr sie, dass Wanting sich um einen neuen Job bemühte und gab ihr 1400 Taiwan-Dollar für den Lebensunterhalt. Sie kehrte nach Keelung zurück und erhielt 3 Tage später einen Anruf von Jiafu, dass Wanting verschwunden sei. Als Jiafu befragt wurde, sagte er, dass er am 9. Dezember schlief und das Haustelefon klingeln hörte. Er ging nicht ran, aber er hörte, wie Wanting das Haus verließ. In der Annahme, sie sei auf die Straße gegangen und habe sich wieder prostituiert, wachte er auf und wartete auf ihre Rückkehr, um sie zu beschimpfen. Um 14 Uhr besuchte Yumei Jiafu, der die meiste Zeit in einem Restaurant arbeitete. Am 10. und 11. Dezember sah er sie morgens, bevor er zur Arbeit ging, aber sie war nicht zu Hause, als seine Schicht am 11. Dezember endete, und am Morgen des 12. Dezember war sie nicht zurück. Daher ging die Polizei davon aus, dass sie am 11. Dezember zum letzten Mal gesehen worden war. So blieb der Fall 4 Monate lang ohne jeden Fortschritt. Da
Da es keinerlei Fortschritte gab, wurde der Fall schnell zu den Akten gelegt und die Beamten begannen, ihn langsam zu vergessen. Bis zum 15. März 2013, als ein anonymer, handgeschriebener Brief bei der Polizeistation einging. Der Brief lautete wie folgt: Hallo Polizei. Die Leiche von Chen Wangting liegt auf der Herrentoilette 200 Meter neben dem Bauernverband in der Gemeinde Shushang, Chiachi. Bitte begraben Sie sie ordnungsgemäß. Ich habe kein Geld, um sie zu begraben. Ich danke Ihnen. Ein gutherziger Mensch, lautete die Absenderadresse in Taiwan. Nachdem die Polizei diesen Brief gelesen hatte, war sie verblüfft. Erstens war Wantings Name falsch geschrieben und sie wurde falsch benannt, sodass die Polizei eine Weile brauchte, um herauszufinden, wen der Verfasser meinte. Auch die Adresse auf dem Brief war gefälscht. Die genaue Adresse existierte nicht und selbst wenn sie existierte, verriet der Poststempel, dass der Brief aus Taipei abgeschickt worden war. Die Polizei fragte sich auch, wie Wanting es nach Chiachi geschafft hatte, wo sie doch mittellos war und Chiachi mehr als 250 Kilometer entfernt und eine 2,5-stündige Autofahrt entfernt lag. Und schließlich wurde weder die Todesursache noch der genaue Fundort der Leiche angegeben, sondern die Polizei wurde per Brief informiert. Und wenn ein Fremder, der in einem anderen Bezirk lebte, über die Leiche stolperte, woher sollte er sie kennen? Die Polizei hielt den Brief für einen Scherz, informierte aber die Kollegen in Chiachi. Nach Erhalt des Briefes eilte die Polizei in Chiachi zu der im Brief genannten Adresse, die zufällig zum Shangtian-Tempel gehörte. Nach einer schnellen Durchsuchung fanden die Polizisten keine Leiche und konnten auch keine Gerüche feststellen. Als sie die Toilette betraten, war eines der ersten Dinge, die sie bemerkten, eine schwarze Handtasche, die auf dem Deckel des Toilettenbeckens lag. Als die Polizisten die Tasche anhoben, fiel ihnen als erstes auf, wie schwer sie war. Nachdem sie die Tasche abgestellt hatten, öffneten sie sie und entdeckten als erstes eine kleinere weiße Handtasche, in der sich ein in Plastik eingewickelter Gegenstand befand. Neben dem unbekannten Gegenstand lag ein Stück Papier, auf dem folgende stand: Identität San Chong, Chen Wanting. Es handelte sich eindeutig nicht um Wantings vollständigen Körper und schien weder geschrieben noch in dem Zustand zu sein, den man von jemandem erwartet, der eine Beerdigung wünscht, sich diese aber nicht leisten kann. Die Polizei befürchtete, dass es sich bei dem Brief um eine Falle handeln könnte und zog sich eilig vom Tatort zurück, evakuierte die umliegenden Gebiete und rief ein Bombenkommando. Das Bombenentschärfungskommando stellte schnell fest, dass sich in der Tasche keine Bomben oder Sprengsätze befanden und ließ die Polizei wieder rein, um die Sache zu untersuchen. Es stellte sich heraus, dass der Gegenstand in der Tasche in mehrere Schichten eingewickelt war. Die äußerste Schicht war eine weiße, undurchsichtige Plastiktüte von 7-Eleven. Die zweite Schicht war eine rot gestreifte, durchsichtige Plastiktüte. Die dritte und vierte Lage waren zwei weitere weiße Plastiktüten von 7-Eleven. Die fünfte Lage war eine schwarze Damenjacke. Die sechste Lage war eine weiße, undurchsichtige Plastiktüte aus Gewebe. Die siebte Schicht war ein paar Badeshorts. Die achte eine blau-weiß gestreifte Damenunterwäsche. Die neunte Lage war ein dunkles, kurzes Oberteil mit Rundhalsausschnitt. Nach dem Öffnen dieses Oberteils befand sich etwa 1 bis 2 cm Salz darin. Mit jeder Schicht, die Polizei entfernte, wurde der Geruch schlimmer und widerlicher. Nachdem sie die Salzschicht entfernt hatten, fanden die Polizisten den verschrumpelten und angeschwollenen, abgetrennten Kopf einer Frau vor. Der Kopf wurde zur Autopsie ins Leichenschauhaus gebracht, während die Polizei in Chiachi die Polizei in Sanchong, Taiwan informierte, die schnell dafür sorgte, dass Wantings Mutter nach Chiachi kam, um den Kopf zu identifizieren. Während dieser Vorbereitungen durchsuchte die Polizei die ganze Nacht hindurch das gesamte Gebiet, konnte aber keine weiteren Überreste finden. Als sie Yumei eintraf, identifizierte sie die Jacke und andere Kleidungsstücke, die zum Verstecken des Kopfes benutzt wurden, und sperrte den Kopf selbst. Dem Kopf fehlten die gleichen Vorderzähne wie Wanting, aber das Gesicht war so geschwollen, dass ein DNA-Test erforderlich war. Die DNA-Ergebnisse waren positiv und der Kopf wurde als Wanting identifiziert. Schließlich wurde auch die Unterwäsche, die um den Kopf gewickelt war, von der Gerichtsmedizin untersucht, die dabei Spermaproben entdeckte. In der Leichenhalle machte der Pathologe folgende Feststellungen zum Kopf. Es gab keine Anzeichen für Blutungen oder stumpfe Gewalteinwirkungen auf den Kopf. Anhand der Blutungen und Wunden wurde festgestellt, dass die Enthauptung am Hals postmortal und mit einem scharfen Instrument erfolgte, wahrscheinlich durch einen erfahrenen Chirurgen oder Metzger. Die Zerstückelung erfolgte wahrscheinlich sehr schnell nach dem Tod. Aufgrund der Frakturen des Zungenbeins und der Wunden am Hals wurde Wanting wahrscheinlich erwürgt. Und schließlich verlor die Haut am Kopf an Elastizität und zeigte Anzeichen dafür, dass sie in einer Gefriertruhe gelegen hatte. Zusammenfassend kam der Pathologe zu dem Schluss, dass Wantings Todesursache Strangulation war
und dass ihre Überreste wahrscheinlich 30 Minuten nach dem Tod mit einer großen Klinge zerstückelt wurden und dann ihre Überreste oder zumindest nur ihr Kopf konserviert und in einer großen Gefriertruhe aufbewahrt wurden. Aufgrund der aus der Unterwäsche entnommenen Spermaproben konzentrierte die Polizei ihre Ermittlungen auf Wantings Kunden aus der Prostitution. Sie begann, die Umstände ihres Verschwindens noch einmal zu untersuchen. Wanting hatte kein Mobiltelefon, außer wenn sie draußen war, was bedeutete, dass ihre Kunden auf dem Festnetzanschluss zu ihrer und Jeffos Wohnung anriefen, um sie um ein Treffen zu bitten. Sie beschlossen, die Telefonaufzeichnungen einzusehen und ihren Festnetzanschluss zu untersuchen, um herauszufinden, wer Wantings letzter Kunde war. Aber irgendetwas stimmte nicht. Vom Morgen des 9. Dezember bis zum Abend des 13. Dezember gab es keine Anrufe auf dem Festnetzanschluss des Hauses. Der letzte Anruf kam von einem ihrer Stammkunden, einem Mann namens Shu Yuli. Die Polizei untersuchte Yuli und fand heraus, dass die beiden am 9. Dezember in einem Hotel eingecheckt hatten. Die Polizei machte Yuli ausfindig und befragte ihn. Er gab an, Wanting von Jafu abgeholt zu haben und mit ihr in ein Hotel gegangen zu sein. Danach beobachtete er Wanting, wie sie nach Hause ging, und das war das Letzte, was er von ihr sah. Yuli sagte der Polizei, dass sie dieselbe blau-weiße Unterwäsche trug, mit der sie ihren Kopf verdeckte. Die Proben auf der Unterwäsche stammten ebenfalls von Yuli, und die Gästebücher bestätigten, dass er und Wanting in einem Hotel wohnten. Obwohl nichts darauf hindeutet, dass Yuli lügt und ein Alibi hat, würde das bedeuten, dass Wanting vom 9. bis 11. dieselbe verschmierte Unterwäsche trug, ohne sie zu wechseln. Angenommen, Jafu sagt die Wahrheit darüber, dass er sie am 11. zuletzt gesehen hat. Da die Polizei nun Verdacht gegen ihren Bruder schöpfte, wurde Jafu am 17. März zum Verhör vorgeladen. Die Polizei wurde misstrauisch gegenüber Jafu, weil der Zettel, der der Polizei übergeben wurde, und der zweite Zettel in der Handtasche mit seiner Handschrift übereinstimmten. Jafu arbeitete 4 Jahre lang als Küchenchef im Restaurant Kofuku Buffet und war dort Chefkoch und Metzger, was bedeutete, dass er Kenntnisse über das Zerlegen und Sezieren von Tieren und Zugang zu den notwendigen Werkzeugen hatte. Laut den Arbeitsunterlagen war Jafu an diesem Tag nicht bei der Arbeit. Vom 9. bis 11. Dezember arbeitete er überhaupt nicht. Von 2003 bis 2007 und von April 2011 schloss er 5 Lebensversicherungen für Wanting ab. Jafu hatte viel Geld voll und musste viel Geld für die Heirat mit seiner Frau Liu Mamao ausgeben und ihre Reise nach Taiwan bezahlen, da sie in der chinesischen Provinz Fujian wohnte. Sie lebte einige Monate bei ihm, bevor sie zu einer Beerdigung nach China zurückkehrte und die Polizei kurz darauf den Brief erhielt. Jafu diente früher in der ROC-Armee in Xiaji, wobei die öffentliche Toilette 30 Kilometer von dem Stützpunkt entfernt war, an dem er diente. Und schließlich war Chen Wanting nicht ihr Geburtsname. Ursprünglich trug sie den Namen Chen Shuhui und teilte ihren Freunden oder Kunden ihren richtigen Namen nicht mit, sodass alle Bekannten außerhalb der Familie sie nur unter dem Vornamen Shuhui kannten, was bedeutet, dass der Brief, wenn sie unter dem Namen Wanting identifiziert wurde, von einem Familienmitglied geschrieben worden sein musste. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Mörder ein naher Verwandter war, wobei Jafu der wahrscheinlichste Verdächtige war. Nach Ansicht der Polizei war Jafu durch das Verhalten seiner Schwester so verärgert, dass er Wanting ermordete und versuchte, die Lebensversicherung zu kassieren, um seine verschiedenen Schulden zu begleichen. Das Geld diente auch dazu, seine Hochzeit und die Ankunft seiner Frau in Taiwan zu bezahlen. Dies diente auch als Mordmotiv, da die Polizei davon ausging, dass er das aus seiner Sicht schändliche Verhalten seiner Schwester vor seiner Verlobten verbergen wollte. Warum er der Polizei sagte, wo Wantings Kopf zu finden war, ist unklar. Nach taiwanesischem Recht würden die Versicherungsgesellschaften erst 7 Jahre nach ihrem Verschwinden zahlen und 3 Policen sind bereits wegen Nichtzahlung verfallen, 2 weitere stehen ebenfalls kurz vor dem Auslaufen. Nach Jafus Verhaftung durchsuchte die Polizei die Wohnung, fand aber weder Blutspuren noch die sterblichen Überreste von Wanting. Sie nahm mehrere Messer aus der Küche mit, aber an keinem von ihnen wurden Blutspuren entdeckt. Was die Polizei fand, war ein grauer Motorradhelm, der von Interesse war, da am 13. März um 4.30 Uhr ein Mann, der denselben Helm trug und 2 schwarze Plastiktüten bei sich hatte, die denen endet, mit denen Wantings Kopf versteckt worden war, auf Überwachungskameras gesehen wurde, wie er auf ein weißes Motorrad stieg und in Richtung Chaji fuhr. Leider konnte dieser Mann nicht vollständig ausfindig gemacht werden. Jafu stritt jede Beteiligung ab und sagte der Polizei, dass er nicht der Mann auf den Überwachungsbildern sei. Er gab an, am 13. März zu einem nahegelegenen Markt gegangen zu sein, um Lebensmittel einzukaufen, und dann direkt nach Hause gegangen zu sein, wo er den Rest des Tages verbrachte. Die Lebensversicherungspolicen wurden auf Gegenseitigkeit abgeschlossen und Wanting begleitete ihn bei der Unterzeichnung der Policen und die Anwesenden sagten, es habe keine Anzeichen von Nötigung gegeben.
Jafu konnte die Polizei nicht überzeugen und sie überwachte weiterhin die Überwachungsvideos in ganz Shaji, um Beweise dafür zu finden, dass Jafu die Leiche entsorgt hatte. Am 13. März zwischen 4.33 Uhr und 4.36 Uhr morgens betrat ein Mann mit einem grauen Helm, einem beigen langärmeligen Hemd, einer dunklen Hose, einer dunklen Umhängetasche und weißen Flipflops einen Parkplatz, stieg mit zwei schwarzen Plastiktüten auf ein Motorrad und fuhr davon. Die Polizei verfolgte das Motorrad anhand der Überwachungsaufnahmen durch mehrere Straßen, Wege und über eine Brücke, bevor sie es aus den Augen verlor. Wenige Minuten nachdem das Motorrad verschwunden war, tauchte es wieder auf. Da war der Fahrer diesmal dunkler gekleidet und trug einen Rucksack. Es wurde festgestellt, dass es sich um dasselbe Motorrad und dieselbe Person handelte, die lediglich ihre Kleidung gewechselt hatte. Die Polizisten folgten dem Motorrad, bis es parkte und der Fahrer seinen Helm abnahm, sodass ein schwarzes, lockiges Haar zum Vorschein kam. Dann holte er eine weiße Plastiktüte aus einer der schwarzen Plastiktüten auf der Fußstütze des Motorrads und betrat bald darauf einen Fußgängerweg. Später überquerte der Mann einen Fußgängerüberweg und ging weiter, bis er einen Bahnhof in Taipei erreichte. Er trug eine graue Daunenjacke, eine Perücke, eine Sonnenbrille, blaue Jeans und hatte immer noch die Plastiktüten bei sich. Die Überwachungskameras im Bahnhof von Shaji zeigen, wie der Mann ankam und 20 Minuten lang zu Fuß ging, bevor er in ein Taxi stieg, es ihn zu einem Supermarkt brachte. Statt den Laden zu betreten, ging er 30 Minuten lang weiter, bis er von der Überwachungskamera des Shangtiang-Tempel erfasst wurde. In der Toilette gab es keine Kameras und auf dem Weg dorthin gab es einen toten Winkel, aber die Kameras zeigten, als sie ihn wieder auffingen, dass er ohne die Taschen aus dem Tempel ging. Er fand einen weiteren toten Winkel und die Kameras konnten seinen Weg nicht verfolgen, aber er kam Stunden später wieder am Bahnhof von Taipei an. Die Kameras des Bahnhofs zeigten, wie er zu einem Laderaum auf einer unteren Ebene des U-Bahn-Systems ging. Dort warf er den Rucksack, die Jacke, die Turnschuhe, die Sonnenbrille und andere Gegenstände in einen Mülleimer, der später von einem Müllwagen abgeholt wurde. Die Gegenstände wurden nie gefunden. Ohne diese Gegenstände sah der Mann aus wie ein Mann mit kurzen Haaren, bekleidet mit einem beigen, langärmeligen Hemd und weißen Flipflops und einer schwarzen Umhängetasche anstelle eines Rucksacks. Er ging eine Weile durch die Straßen und hielt an, um einen Regenmantel zu kaufen, bevor er weiterging. Das letzte Mal, als die Videoüberwachung diesen Mann aufzeichnete, war in Richtung von Jafus Wohnung. Die Polizei erhielt Zugang zu Jafus Mobiltelefonaufzeichnungen und sein Telefonsignal wurde an allen Orten, an denen der mysteriöse Mann gesehen wurde, aufgezeichnet. Mit diesem Wissen im Gepäck verhörte die Polizei Jafu ein weiteres Mal. Jafu leugnete weiterhin jede Beteiligung und bestritt, der Mann auf den Überwachungsbildern zu sein. Auf die Frage, warum sein Telefonsignal an den Orten auftauchte, sagte er der Polizei nichts mehr. Trotz ihres starken Verdachts konnte die Polizei nicht zweifelsfrei beweisen, dass Jafu der Mörder war, und die restlichen Überreste von Wan Ting waren nirgends zu finden, sodass die Ermittlungen in Stocken gerieten. Bis ein unerwarteter Zeuge auftauchte. Bei der Zeugin handelte es sich um Jafus Verlobte und Ehefrau Liu Miaomao, die am 11. April in Taiwan eintraf, nachdem sie von den taiwanesischen Behörden benachrichtigt worden war. Als sie befragt wurde, sagte sie der Polizei, sie habe Wan Ting nie gesehen und als sie Jafu danach fragte, wurde ihr gesagt, Wan Ting sei verschwunden. Als Miaomao Jafu vorschlug, ihr Verschwinden der Polizei zu melden, wurde er wütend und warnte sie davor, sich einzumischen. Jafu sorgte auch dafür, dass die Gefriertruhe absolut tabu war und hinderte Mama daran, sie jemals zu öffnen. Später verbreitete sich ein übler Geruch in der Wohnung. Auf die Frage von Mama, was das sei, sagte Jafu, es sei Zigarettenrauch aus einem Lokal auf der Straße. Im Januar 2013 kaufte Jafu eine große, undurchsichtige, schwarze Plastiktüte und legte sie über einen grünen, mittelgroßen Fleischwolf. Mama fragte danach und Jafu sagte, es sei ein Überbleibsel seiner Arbeit im Restaurant. Er behauptete, es sei seit zwei Jahren nicht mehr benutzt worden und hätte nur Platz weggenommen, sodass es besser sei, es zu verkaufen. Mama glaubte ihm nicht, denn der Fleischwolf war bis auf etwas Rost makellos und zeigte keine Anzeichen von Nichtgebrauch. Sie war misstrauisch, brachte aber weder den Fleischwolf noch einen üblen Geruch mit Wan Tings Verschwinden in Verbindung. Die zweite Zeugin war eine von Jafus Nachbarinnen, die im Dezember 2012 plötzlich von einem lauten mechanischen Geräusch geweckt wurde. Sie ging in ihr Badezimmer, um sich das Gesicht zu waschen, als sie feststellte, dass ihr Fußboden mit 2 bis 3 cm dreckigem Wasser bedeckt war. Auf der Wasseroberfläche schwammen seltsame, übel riechende Fleischstücke in der Größe von Fingernägeln, deren Farbe an Schweineleber oder Schweinenieren erinnerte. Sie wusste nicht, wo diese Stücke stammten, machte sich aber an die Arbeit, sie zu reinigen. Jedes Mal, wenn sie ein Stück aufräumte, kamen weitere zum Vorschein und sie stellte fest, dass sie aus dem Abflussloch des Fußbodens stammten.
Das Wohnhaus hatte in allen Stockwerken außer dem ersten ein gemeinsames Abflussrohr und die Wohnung direkt über ihrer, in der Jafu und Van Ting wohnten, vibrierte und gab Maschinengeräusche von sich. Ich schloss daraus, dass es Jafu war und bat ihre Schwester, die in einer Reinigungsfirma arbeitete, Reinigungsmittel zu bringen. Als ihre Schwester eintraf, war der üble Geruch bereits verflogen. Diese Zeugenaussagen veranlassten die Polizei zu einer grausamen Schlussfolgerung. Wenn man diesen Zeugenaussagen Glauben schenkt, dann hatte Jafu Van Tings Leiche wahrscheinlich in kleinere Teile zerlegt, diese durch einen Fleischwolf gedreht und die Überreste später die Toilette hinuntergespült. Vom 7. bis 21. Juni führte die Polizei eine weitere, gründliche Durchsuchung von Jafus Wohnung durch, bei der auch Spürhunde eingesetzt wurden. Sorgfältig versteckt in einem Hauswirtschaftsraum fand die Polizei ein blutverschmiertes Messer, einen Reiskocher, Blutflecken an Van Tings Kleiderschrank, die allerdings so schwach waren, dass sie nicht leicht zu erkennen waren, sowie zwei Lücken in den Bodenfliesen und zwei schwache Blutflecken an den Wänden. Leider war der Fleischwolf nirgends zu finden. Laut Mamao hatte Jafu ihn erfolgreich für 1200 taiwanesische Dollar verkauft. Von dem Blut auf dem Messer wurden DNA-Proben entnommen und mit den Wunden am Hals von Van Ting verglichen. Beide Ergebnisse ergaben eine Übereinstimmung. Van Tings DNA befand sich auch auf dem weggeworfenen Reiskocher und die Blutflecken wurden auf dem Boden und an den Wänden gefunden. Die Polizei konnte auch das Nummernschild des Motorrads sehen, das auf Jafu und Van Ting unter Yumeis Namen zugelassen war. Yumei wurde das Filmmaterial gezeigt und sie identifizierte den Mann, seine Kleidung und das Motorrad ebenfalls als Jafu. Die Polizei fühlte sich nun sicher genug, um Jafu wegen Mordes anzuklagen, aber er beteuerte weiterhin seine Unschuld. Der Prozess begann Ende 2013 und Jafu plädierte auf nicht schuldig, wobei er und seine Verteidigung folgende Argumente vorbrachten. Es wurde behauptet, dass die beiden zusammenlebten und es nicht ungewöhnlich war, Van Tings Blut zu finden, da sie oft nackt in der Wohnung herumlief und sie die Flecken als Menstruationsblut erklärten. Sie behaupteten auch, dass die Durchsuchung seiner Wohnung unangemessen war und dass einige Beweise sogar untergeschoben wurden, da die Polizei diese belastenden Beweise bei der ersten Durchsuchung nicht fand und alle Personen während der Durchsuchung in einem unteren Stockwerk bleiben mussten. Sie erklärten, das Blut auf dem Küchenmesser sei nur ein Zufall und stamme wahrscheinlich von Van Ting, die sich selbst versehentlich geschnitten hatte. Die Aussage von Jafus unterer Nachbarin wurde ebenfalls in Frage gestellt, da nie bewiesen wurde, dass die Fleischstücke zu Van Ting gehörten oder dass diese Geschichte überhaupt wahr war. Es gab keine Beweise dafür, dass der Fleischwolf benutzt wurde und die Verteidigung Jafu ging sogar so weit zu behaupten, dass Maman die Geschichte erfunden hat, um den Mord an Van Ting als Grund für ihre Scheidung anführen zu können. Und schließlich bezweifelten sie, dass Yumei den Mann auf den Überwachungsbildern richtig erkannt hatte. Dieser Einwand wurde verstärkt, als Yumei am 22. Januar 2014 ihre Aussage änderte und sagte, sie habe sich geirrt. Die Staatsanwaltschaft entkräftete diese Argumente mit dem folgenden. Diejenigen, die Van Ting kannten, erklärten, dass sie zwar geistig beeinträchtigt, aber nicht dumm war, immer Kleidung trug und sehr auf ihre Hygiene achtete. Die Staatsanwalt wies auch die Möglichkeit zurück, dass Van Ting sich versehentlich selbst geschnitten hatte, da das Messer vor dem Mord jahrelang nicht benutzt worden war und Van Ting nie gekocht hatte und andere für sich kochen lassen musste. Auch wenn es keine weiteren Zeugen für die Geschichte der Nachbarin gab, konnten andere Zeugen wie ihre Schwester, die gerufen wurde, um Reinigungsmittel zu bringen und die kein Motiv für eine Lüge hatte, diese bestätigen. Die Polizei untersuchte den Fleischwolf und es war derselbe, den Maman beschrieben hatte. Der Fleischwolf war bekannt dafür, dass er nach ihrem Verschwinden verschwunden war. Am belastendsten war die Tatsache, dass Yumei ihren Sohn identifizieren konnte. Vor der Verhandlung Anfang Januar hatte Jafu zwei Briefe an seine Mutter geschickt, von denen einer lautete: Das Gericht wird dich in ein paar Tagen als Zeuge vorladen. Bitte mach keinen Fehler. Der Richter wird dich bitten, dir das Filmmaterial anzusehen und dann fragen, wer ist die Person mit der schwarzen Tasche? Sag, es ist nicht mein Sohn, sonst wird der Richter mich zu Tode verurteilen. Denk daran. Und der zweite Brief lautete: Am Tag der Gerichtsverhandlung am 14. Januar kamen diese beiden Frauen, die im zweiten Stock unserer Wohnung wohnen, zum Gericht und redeten wahllos und sagten einige unvorteilhafte Dinge über mich. In ein paar Tagen wird der Richter dich als Zeugin vorladen. Vergiss nicht, die Person mit der schwarzen Tasche auf dem Bild bin nicht ich. Wenn du sagst, dass ich es bin, werde ich zum Tode verurteilt. Trotz dessen, was er getan hatte, wollte Yumei nicht, dass ihr Sohn hingerichtet wurde, also tat sie, was in den Briefen angeordnet war. Und falls es nach der Enthüllung der Briefe noch Zweifel gab, identifizierte auch Miao Miao den Mann als Jafu. Inzwischen hatte Jafu keine Verteidigung mehr und die Staatsanwaltschaft erzählte dem Gericht, was wahrscheinlich passiert war. Sie behaupteten, dass er am 9. Dezember 2012, verärgert über Van Tings Telefonat mit ihrem Mandanten, Xu Yuli, auf Van Tings Rückkehr nach Hause wartete und sie dann erwürgte, als sie ankam.
30 Minuten später holte er ein Küchenmesser und begann mit der postmortalen Zerstückelung ihrer Leiche. Er benutzte auch ein weiteres Messer, das jedoch nie gefunden wurde. Danach ließ er die Überreste seiner Schwester durch den Fleischwolf drehen und das Hackfleisch durch die Kanalisation abfließen, sodass nur noch ihr Kopf übrig blieb, den er in der Gefriertruhe aufbewahrte. Am 30. Dezember kam Mama aus China zu ihm, um bei ihm zu leben, was nicht geplant war. Er war besorgt, dass sie Wantings Kopf finden würde. Er verbot ihr zunächst, die Gefriertruhe zu benutzen, streute dann Salz über den Kopf, um ihn zu verderben, und wickelte ihn schließlich in die bereits erwähnten Schichten ein und versteckte ihn im Reiskocher, um ihn dort liegen zu lassen, während er auf eine Gelegenheit wartete, den Kopf zu entsorgen. Die Hochzeit hatte seine Finanzen stark belastet, er hatte mit den Lebenshaltungskosten zu kämpfen und die Versicherungen waren bereits abgelaufen, sodass er, als Maman zur Beerdigung nach China zurückkehrte, keine Zeit verschwendete, Wantings Kopf zu entsorgen. Am 14. März schickte er den Brief an die Polizei, um sicherzustellen, dass Wantings Kopf schnell gefunden wurde, damit er die Lebensversicherung kassieren konnte. Am 30. Juni 2014 wurde Chen Jiafu vom Bezirksgericht Shaji des Mordes, des Betrugs und der illegalen Besättigung einer Leiche für schuldig befunden. Trotz der grausamen Art des Verbrechens blieb Jiafu die Todesstrafe erspart. Die Milde wurde ihm gewährt, weil er nicht vorbestraft war und weil ihre Mutter, Qiu Yumei, das einzige Familienmitglied von Wanting war, das in irgendeiner Weise an ihrem Leben beteiligt war, und sie das Gericht um Gnade bat. Das Gericht hörte auf sie und verurteilte Jiafu zu einer lebenslangen Haftstrafe. Jiafu weigerte sich, dies zu akzeptieren und legte Berufung gegen sein Urteil ein, da er behauptete, Shu Yuli sei der wahre Mörder und er sei zu Unrecht verurteilt worden. Am 30. April 2015 bestätigte das oberste Gericht Taiwans das Urteil und die Strafe. Obwohl das Gerichtsverfahren abgeschlossen war, setzte die Polizei ihre Ermittlungen fort, da sie davon ausging, dass es Komplizen gab, die bei der Beseitigung der Beweise halfen und vielleicht sogar den Brief geschrieben hatten, was dessen Fehler erklären würde. Es wurden keine Komplizen gefunden. Der Brief wurde wahrscheinlich mit diesen Fehlern geschrieben, um vorzutäuschen, dass er Wanting nicht kannte, und er benutzte Wanting anstelle von Shuhui, um sicherzustellen, dass die Polizei eine Person in ihren Unterlagen finden würde. Und schließlich wurde der Brief in aller Eile verfasst. Nachdem der Fall in die Medien gelangt war, meldeten sich Jiafus Nachbarn und was sie zu sagen hatten, machte den Fall noch beunruhigender und entsetzlicher, als er ohnehin schon war. Den Nachbarn zufolge vertraute Wanting ihnen oft an, dass Jiafu immer wieder zu ihr kam und versuchte, eine inzestiöse Beziehung mit ihr einzugehen, da er sonst nicht für sie kochen oder Zigaretten besorgen würde. Es wurde auch behauptet, dass Jiafu seine eigenen Süchte hatte, von denen Wanting ihre übernommen hatte. Das war der traurige Fall eines einsamen Kopfes auf einer Damentoilette in Shaji.